So Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende für Miuntor, und keine Sorge, Mario wird heute nicht gehängt, auch wenn wir hier direkt beim Galgen stehen, keine Sorge, das wird nicht passieren und wir selber lassen uns auch nicht hängen. Wir sind auf der Suche nach einer Röhre, die uns nach Düsterdorf bringt, weil dort soll sich irgendwo das vierte Sternjuwel befinden. Aber wir wissen noch nicht so ganz genau, wo sich diese Röhre befindet. Ich selber weiß das natürlich schon, und zwar müssen wir dazu wieder nach Westend. Und dann lassen wir uns hier einfach mal in den Kanal plumpsen. So, jetzt bin ich hier oben. Und jetzt kann ich ja mit Yoshi, also mit Blaze hier, endlich mal rüber. Und hier haben wir gleich mal wieder einen Insignienblock. Super praktisch. Tada! So, dann haben wir hier einen Block, den wir auch mit dem Superhammer nicht zerstören können. Eine Tür und eine Röhre, die mich in den Hintergrund bringt. Denn hier hinten gibt es, glaube ich, auch wieder einen Sternsplitter für mich. Ich finde es so toll, dass man den... Ja, da ist er schon. Ich finde es so toll, dass man diesem Spiel sogar im Hintergrund rumlaufen kann. Das ist richtig geil gemacht. Und Sternsplitter, yes! Es gibt übrigens noch ein paar, die ich mir noch nicht geholt habe. Das werde ich auch noch schnell machen. Je mehr, desto besser. Aber ich sage, manche sind echt so fies versteckt. Weil diese ganzen Bodenplatten. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz durch diese Tür. Was steht da? Düsterdorf. Hey, cool, Leute, wir haben die Röhre schon gefunden. Na dann, auf nach Düsterdorf. Was zum... Hey, was soll das? Die Röhre wirf dich wieder zurück. Hä? Warum? Was ist das denn für ein Quatsch? Die Röhre wirf dich wieder zurück. Das ist jetzt echt seltsam. Aber das ist halt absichtlich so. Wir können nicht sofort nach Düsterdorf. Da müssen wir nämlich erstmal was ganz Bestimmtes dafür machen. So, Moment mal, hier kommen wir... Oh, ich wollte eigentlich darüber. Also ich glaube, gegen die Gegner habe ich eh schon mal gekämpft. Das sind ja mega Spreuing. Sonst ist hier eh nichts. Das X sieht ein bisschen komisch aus hier auf dem Boden, aber das ist für was anderes gedacht. Eine Bodenplatte scheint es hier aber nicht zu geben. Aber hier waren Sternsplitter, auch voll fies, ne? Hier in dieser Ecke. Muss man auch wieder aufpassen. Na gut, wir können natürlich auch hier mal kurz runterschauen. Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite. Das heißt, hier... Na, hier sind wir wieder an dem Ort, wo wir noch nicht lang können, wegen diesem Block hier. Hier gibt es ja dann Röhren in Gebiete, wo wir noch gar nicht sind, also wo wir noch gar nicht hin können. Sind dann wieder so Abkürzungen, so Warp-Röhren eben. Und die Truhe da oben kann ich leider auch noch nicht haben. So, was haben wir hier drin? Oh, er ist sogar erfolgreich. Sah aus wie ein Tropfsirup. Gut, dann wird erstmal gecatcht und zack! Ja, gleich mal tot. Super. Und du stirbst am besten auch gleich. Zack und zack. So, leider nur einen Sternenpunkt. Viel zu wenig. So, das ist ein, genau, ein Tropfsirup. Und dann haben wir hier noch einen Tropf Pilz. Und dann ist sogar hier noch was für Erona zum Pusten. Ah, noch eine Röhre, die uns runterbringt. Und jetzt ist auch noch was richtig Fieses. Man kann hier nämlich noch nach links gehen. Und dann kommt man zu so einer Holzplatte, zu so einem Holzsteg. Aber den können wir leider ja noch nicht verwenden. Da brauchen wir eine andere Papierfähigkeit, die wir noch nicht haben. Die kriegen wir auch erst im fünften Kapitel dann. So, hier ist hier sonst gar nichts. Warum kann man hier so rein? Scheint aber, glaube ich, nichts zu sein. Ich gucke mal kurz. So ein unsichtbarer Block wäre jetzt auch oberfies, wenn hier einer drin wäre. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Hier nochmal kurz gucken, ob hier noch was versteckt ist. Nope, auch nicht. Okay. Na gut, dann gehen wir ganz kurz diese Röhre mal nach unten. Ihr seht mal, da kommen wir sofort beim Duellkerker raus. Auch sehr praktisch. Da müssen wir nicht den ganzen langen Weg zum Äonentor nehmen. So, jetzt will ich mal kurz wieder... checken, wie viele Sternsplitter habe ich denn schon? 54 von 100, Leute, wir haben schon mehr als die Hälfte gefunden. Und hier, genau, hier steht jetzt auch noch mein Powerdouts-Rekord. 6 Mal bin ich in Folge mal auf einen Gegner gesprungen, sogar das wird hier verzeichnet. Und ich meine, ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich nicht schon relativ bald mal den Duellkerker zumindest bis zur Hälfte machen werde, weil...
Es gibt auf jeder 10. Ebene, also Ebene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100, gibt es immer eine große Schatztruhe mit einer ganz besonderen Belohnung. Meistens sind das auch Orden. Aber auf Ebene 50 gibt es ein ganz praktisches Item, was mein Inventar verdoppelt. Ich kann nämlich von ganz normalen Items hier nur 10 Stück tragen. Und dann ist ja mein normales Item-Inventar voll. Und das ist halt, was ich dort finde, ist ein wichtiges Item und das würde mir quasi mein Inventar erweitern, dass ich 20 Sachen tragen kann. Das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Blöd wäre es eben, wenn ich mir das erst so dermaßen spät im Spiel hole, dass es dann nicht mehr wirklich Sinn macht. Und deswegen bin ich schon am Überlegen, ob ich mir das nicht relativ bald schon holen werde. Jetzt ist nur natürlich die Frage, offscreen oder onscreen? Weil ich könnte... Naja, das ist jetzt auch irgendwie blöd. Theoretisch könnte ich mir das offscreen holen und onscreen dann doch den kompletten Duellkerker zeigen, weil ihr habt ja doch gemeint, ich soll den komplett zeigen. Also wirklich nichts rausschneiden, ja, sondern wirklich, wirklich alles zeigen. So, ist hier eigentlich auch ein... Nö, hier hätte man auch super den Sternsplitter verstecken können hinter dieser Mauer oder hinter so einer Säule mal. Aber offenbar ja eh nicht. Ja, nee, dann war hier, glaube ich, eh nichts mehr, weil hier war eine Bodenplatte, aber den Sternsplitter, den habe ich schon, genau. Den habe ich eh schon. So, und hinter dieser Treppe ist auch kein Sternsplitter. Hätte aber auch prima gepasst, wenn sie hier einen versteckt hätten. Weil den traue ich ja alles zu. Na gut, dann gehen wir wieder. So, wenn ich schon mal hier bin, wo ich auch einen Sternsplitter vergessen habe, bei der Röhre, die zum Wunderwald führt, ist auch nochmal so eine fiese Bodenplatte. Irgendwo da drüben dann. Ich glaube eh gleich irgendwo hier. Müsste noch eine sein. Und... Achso, nee, den habe ich doch schon. Ich hätte schwören können, dass ich den noch nicht habe, aber ihr seht, da kommt nichts mehr raus. Dann habe ich den Sternsplitter ja doch schon geholt. Gut. Ich hätte schwören können, dass ich den vergessen habe, aber... So kann man sich irren. Gut, da oben war mal ein Orden, den habe ich aber schon längst bekommen. Alles klar. Gut, sonst war hier aber dann nichts mehr. In dem Raum mit der schwarzen Truhe, das habe ich auch schon. Da war nämlich auch eine Bodenplatte. Ja, na gut, dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück nach oben. Es ist natürlich immer noch seltsam, warum uns die Röhre nach Düsseldorf wieder zurückwirft. Da müssen wir doch mal mit Goomba drüber sprechen. Weil das geht ja mal gar nicht. Warum dürfen wir nicht nach Düsseldorf? Was soll der Quatsch? Das stimmt doch was nicht. Da nehmen wir das Gefühl, keine Ahnung, die Röhre ist defekt oder irgendwie so. Was weiß ich. So, hier, den habe ich, glaube ich, auch schon längst. Man kommt hier gerade runter. Ist auch immer blöd, wenn ein Partner auf so einer Bodenplatte draufsteht, kann man die nicht umdrehen. So, ich glaube, hier hinten, da war ich doch eh auch schon drin. Da lebt ja Merle. Oder war es jetzt mein Lieblich? Ich verwechsel die zwei irgendwie immer. So, die Truhe da oben, die kann ich auch noch immer nicht bekommen. Die geht erst sehr viel später. Da muss ich nämlich von der anderen Seite eine Wand einreißen, was noch gar nicht möglich ist. Genauso wie hier, ne? Also so richtige Wände, die können wir erst sehr viel später kaputt machen. So, und hier drüben, warte mal, wie viele Sternsplitter habe ich jetzt wieder? Gerade mal 5. Gerade mal 5. Hat der Typ überhaupt irgendwas, was 5 wert ist und cool ist? Herzlein. Naja, Marius Kapierregner ist sich langsam während des Kampfes, das hört sich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Oder eben der Blumensegen, die BP-Regner ist sich langsam während des Kampfes. Sammlerglück, du findest öfter Items. Herzlein, mal gucken. 4 Sternsplitter braucht 2 OP. Ich gebe einfach mal hier. So. Und ja, der Rest kann ich jetzt eh nicht leisten. Passt schon. Dann erstmal, Moment. Sortieren, Typ. So. Gut. Und nicht wundern, warum Mario jetzt so stark ist. Für ihn habe ich mir noch zuletzt auch den Kraft-Plus-Orden geholt. Jetzt habe ich Kraft-Plus und Kraft-Plus-P, aber die brauchen mal beide 6 Ordenpunkte. Und ich habe gesagt, fürs nächste Level-Up erhöhe ich auf jeden Fall mal endlich wieder die Gesamt-KP von Mario. Weil 15, das hat sich im dritten Kapitel gezeigt, das ist dann doch etwas sehr wenig. Hätte ich zumindest einmal schon früher investieren sollen, dass er 20 KP hat. Aber nö, habe ich leider nicht. Dann habt ihr ja mal gesehen gehabt, was dann der Fall war.
Das habe ich nämlich bitter bereut. So, Professor Gummer, das erzähl uns mal, warum hier diese blöde Röhre nicht funktioniert. Was soll das? Ja, Professor, wir haben die Röhre nach Düsseldorf gefunden, aber wir sind nicht durchgekommen. Sie funktioniert nicht. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Dann weiß ich auch nicht weiter. Aber Moment mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsseldorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war doch gleich sein Name? Genau, er heißt Finstus und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe herumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Ja, und keine Sorge, da weiß ich natürlich schon längst, wo der ist. Den haben wir sogar schon mal gesehen. Und zwar geht man einfach hier bei dieser komischen Mauer, kann man ja daran hinten vorbei, voll fies. Und genau hier ist der besagte Finstus, das ist er. Ja, das ist Finstus, er liegt die Düsternis. Den ganzen Tag verbringt er im Halbdunkel. Ich verstehe es zwar nicht, aber er scheint damit ganz glücklich zu sein. Na, warum auch nicht? Genau, ich bin Finstus. Was willst du von mir? Was? Du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsseldorf kommt? Ganz einfach, du musst etwas beitragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario? Dann schreibe ich dir das hinten drauf. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Gumbrina. Das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsseldorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. So, voll der billige Trick. Wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat der auf Marius Overall seinen Namen draufgeschrieben und bei Gumbrina, keine Ahnung, hinten auf den Helm wurde und ihr was drauf gekritzelt. Nur so kommen wir nach Düsseldorf. Ist klar. Wie will die Röhre das bitte erkennen, dass wir was bei uns haben, wo unser Name draufsteht? Ich meine, sehr eigenartig, sehr eigenartig. So, ich habe 34 Münzen, mit irgendwas kaufen. Ich habe jetzt eh so viel Zeug dabei. Na, Tropfpilzen, Tropfsuppe ist eigentlich eh total doof. Zum Kochen kann man das jetzt auch nicht wirklich verwenden. Also, ich glaube, das werde ich sogar verkaufen. Das ist jetzt nicht so toll, das nimmt mir nur Platz im Inventar weg. Also bitte verkaufen. Ja, das ist, na, hier ist immerhin 7 Münzen, ist ja gar nicht mehr so übel. So. Und dann noch einmal den Tropfsirup. Brauche ich auch nicht wirklich. So, der Rest, nur den Rest hebe ich mir eigentlich auf, weil das benutze ich, um mich mal zu heilen, wenn es mal sein muss. Und eine Feuerblume oder so, nee, komm, da brauchen wir jetzt alles nicht. Da brauchen wir jetzt alles nicht, komm. Ist alles unnötig. Vielleicht bei den Orden, vielleicht nehmen wir mal den Power Dots wieder weg und hauen mal hier das Erdbeben und den Anti-V-Hieb rein, das ist sicher nicht so verkehrt. Multisprung wäre zwar auch nicht schlecht, aber... Ja, oder machen wir den Charge mal raus, machen wir Charge mal raus, machen wir wieder Multisprung rein, ein bisschen hier die Ohren so wechseln, das ist nicht jedes Mal das gleiche ist. Aber Kraft plus 20 auf jeden Fall mit Mario. Haben wir noch einen Angriffspowerpunkt mehr, das ist schon super. Und oh, Leute, seht mal, ich habe Herzellen doppelt. Ich habe ihn zweimal. Und das heißt, ich kann einen davon verkaufen. Zweimal bringt mir nicht wirklich was. Das heißt, wir gehen noch ganz kurz in den Ordensshop. Das kann man nämlich praktischerweise machen. Wenn man Orden doppelt hat, kann man sie verkaufen. Na gut, selbst wenn man sie nicht doppelt hätte, aber in der Regel verkaufe ich nur Orden, die doppelt sind. Und das Praktische ist, die bleiben uns so oder so im Lexikon-Eintrag erhalten, also quasi hier im Journal unter Orden. Selbst wenn wir, sagen wir jetzt mal, wir haben nur einen einzigen Multisprung-Orden. Wenn ich den verkaufe, bleibt der Eintrag hier trotzdem im Journal erhalten. Das wäre sonst auch irgendwie etwas eigenartig. Und hey, immerhin habe ich jetzt schon 32 von 85 Orden. Mal sehen, wie viel der bringt. Ich glaube, Herzheim wird jetzt nicht so derbe viel bringen. Ja, ja, er hat lange auf mich gewartet. Verkaufen. Welchen möchtest du verkaufen? Wo ist er jetzt? Ihr seht schon, die sind unterschiedlich viel wert. Hier KP plus PE, 150 Münzen und 200 Münzen für Kraft plus und Kraft plus P ist klar. Aber das wäre zwar sehr verlockend, aber tue ich natürlich nicht. Nee, aber ich verkaufe halt, wie gesagt, hier den... Oh, immerhin, hey, 75 Münzen, das ist gar nicht mal so übel. 75 Münzen für einen Herzlein-Orden, den habe ich halt doppelt, also wird der einmal verkauft. Herzlein gebe ich dir 75 Münzen, möchtest du verkaufen? Ja. Alter, richtig geil, 123 Münzen, vielen Dank. Möchtest du noch eine andere Orden verkaufen? Nö. So, besuchen wir mal wieder, mal sehen, was hat er denn jetzt hier so? Glück gehabt, P. Generische Angriffe auf deinen Partner gehen manchmal daneben. Tu mir nichts, P. Wenn fast gebunden, generische Angriffe auf deinen Partner daneben. BP Segen, Marius Angriffskraft sinkt, meinst du bei der Attacke, holen sie seine BP, meinst du? Naja, Fortuna P, dann haben wir ja eh schon mit hier Schnarcher. Nee, was hast du denn noch so? Kaufen? Welche Orden suchst du denn? Andere.
Was hast denn du noch so den Powersprung? Schrumpfer... Oh, der Eisschlag ist auch ziemlich praktisch. Dieser Gegner verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Da kann ich genau die 75 Mützen, die ich jetzt bekommen habe, wieder ausgeben. Gut, Kampfwut. Kampfwut P, das lassen wir erstmal hier. Herzlein, Superstar, Erstangriff. Schwächer Gegner wird durch Erstangriff besiegt. Naja, ist mir jetzt aber ein bisschen zu teuer. Superstar... Nee, wisst ihr was? Ich kaufe mir wirklich hier den Eisschlag. Der ist schon ziemlich praktisch. Bin mir nicht sicher, ob wir den nicht sogar irgendwann mal finden, aber dann könnte ich ja den, wenn ich den wieder doppelt habe, auch wieder verkaufen. Ja, Eisschlag kostet 75 Münzen. Um diesen Orden anzulegen, benötigst du vor allem nur ein OP. Nur ein Ordenpunkt. Das ist geil. Den kaufe ich. Das ist echt praktisch. Ja, vielen Dank. Möchtest du noch andere Orden kaufen? Nö, möchte ich nicht. Hier, Eisschlag. Mario lernt den Eisschlag. Dieser verbraucht 3 BP. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Mehrere Orden verbrauchen mehr BP, wirken aber länger. Also quasi die Gegner wären, wenn ich zweimal denselben Orden hätte, wären die länger eingefroren. So, nach Typ sortieren. Benutzen kann ich ihn jetzt gerade wegen einem Ordenpunkt nicht. Aber den Antiforb ist, glaube ich, im Moment doch noch besser. Das Eisschlag, einfach damit ich den jetzt schon mal habe. Der ist vor allem sehr praktisch gegen feurige Gegner, auch wenn man denkt, hä, ist irgendwie unlogisch, Eis gegen Feuer müsste eigentlich schwach sein, aber nein, Eis ist hier in dem Spiel sehr effektiv gegen Feuergegner. So, gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, schon genug getan, bis auf ein paar Sternsplitter. Ich meine, was kann ich mir jetzt noch für Sternsplitter holen? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal in diese, also erstmal muss ich hier sowieso nochmal runter, ganz kurz. Aber ich will jetzt mal hier drüben hin, weil wenn ich hier durchgehe, ne, dann bin ich ja auf der anderen Seite von dieser unterirdischen Stadt. Hier war ich ja eh schon mal. Aber ich weiß nicht, ob hier nicht sogar noch ein Sternsplitter hinter den Säulen versteckt war irgendwo. Sieht ja alles so verdächtig aus. Hier aber offenbar nicht. So, ich weiß gar nicht mal mehr, was in der Truhe da drin war. Das habe ich mir waschen geholt. Vielleicht war es eh in Orden. Aber irgendwo hier? Ich bilde mir ein, irgendwo hinter irgendwelchen Säulen ist ein Sternsplitter versteckt. Ah, da ist er schon. Seht ihr? Genau hier hinter diesen zerbrochenen Säulen war ein Sternsplitter, voll fies. Und dann weiß ich noch, in dieser Bar, glaube ich, gibt es auch eine versteckte Bodenplatte, umdrehen kann. Und zwar genau hier, vor dem Tisch. Noch ein Sternsplitter mehr. So, tschüssi Trottel, von euch brauche ich nichts. Diesen Tippgeber Fabulous, der Typ ist eh total unnötig. Ist hier noch was versteckt? Das sieht auch so komisch aus. Ne, hier ist aber nichts. Diese komische Eisenstange, das hat zwar noch was zu bedeuten. So, hier irgendwas kaufen, brauche ich jetzt ehrlich gesagt ja auch nicht wirklich. Gut, hier im Laden ist definitiv nichts. Hier eine 200 Münzen für einen Ultrapilz, das ist schon verdammt teuer und da kriegt man auch Tropfserum, Tropfpilze her und Gelee Royale auch 200, aber 50 KP und BP herstellen, das macht im Moment ja eh noch überhaupt keinen Sinn. Ne, ich glaube sonst war das jetzt alles. Ne, komm Leute, dann gehen wir jetzt endlich nach Düsterdorf. Wir gehen endlich nach Düsterdorf, Leute. Jetzt beginnt das 4. Kapitel, es wird auch Zeit. Jetzt habe ich das lang genug hinausgezögert, aber ihr habt ja gesehen, was man da alles so noch abseits der Hauptstory sich so holen kann. Ich meine, ich habe jetzt wieder 3 Sternsplitter, T3 Insignien. Das heißt, wenn wir wieder ein neues Teammitglied bekommen, und glaubt mir, das werden wir natürlich im 4. Kapitel auch, dann können wir auch dieses Mitglied bereits in den Superrang aufstufen, weil auch Blaze ist ja bereits im Superrang. Der kam bisher eh zu kurz, also vielleicht kann ich den jetzt in dem Kapitel etwas häufiger in den Kämpfen verwenden. Aber erstmal bleibt Cumbrina bei mir, wegen neuen Gegner und Scanner und so, ne? Wisst ihr ja. Also mal Leute, auf nach Düsterdorf! Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Ganz schön düster hier. Ich schätze, wir sind in Düsterdorf. Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen.
Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was? Was meinst du mit schlechter Zeitpunkt? Also, oh nein, mir grautschen, wenn ich nur daran denke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich, wen es wohl diesmal trifft. Oink, oink. Was war denn das? Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. Und wer bist du? Ich bin der Dorfvorsteher und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen, dort können wir in Ruhe reden. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen, aber leider... Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer, wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird. Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen, aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Das geht aber nicht, wir suchen hier etwas. Hast du vielleicht schon mal etwas von dem Sternjuwel gehört? Das Sternjuwel? Ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei, ich habe mal gehört, dass die dort irgendeinen roten sternförmigen Stein anbieten. Wirklich? Das ist bestimmt das Sternjuwel. Ihr wollt doch nicht etwa... Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Was für eine Kühne. Tja Leute, das vierte Kapitel fängt mal ziemlich krass an. Alle Bewohner werden der Reihe nach in Schweine verwandelt, nur weil hier so ein fieser Geist einen Fluch über das Dorf verhängt hat. Das ist richtig übel. Ja, wir sind in Düsterdorf. Tatsächlich düster, oder? Und dann dieser Mond. Angeblich hat der Himmel hier immer so eine Farbe. Ob es hier wohl überhaupt Tageszeiten gibt, oder ist es hier immer so düster? Ja, das kann, so, kann gut sein. Der hiesige Dorfvorsteher, er wirkt irgendwie hilflos. Aber diese Verantwortung und diese Sorgen, da ist das schon verständlich. Ja, das kannst du laut sagen. Ja, das heißt, all diese Schweine waren mal Bewohner von Düsterdorf. Die waren mal... Ja, Menschen. Ich weiß nicht, ob man die Typen jetzt als Menschen bezeichnen kann. Auf jeden Fall waren sie halt keine Schweine. Ja, oink. Ja, dieses Schwein hier war auch mal ein Düsterdörfler, oder? Wie schrecklich, auf einmal so verwandelt zu werden. Okay, man kann sie als Düsterdörfler bezeichnen. Aber okay, ein bisschen Zeit habe ich ja für diesen Part noch. Und hier sitzen auch ganz viele Krähen auf den Bäumen. Ja, wir sind in... Also ja, wir sind Düsseldorf, bla bla bla, aber... Ja, klar, klar! Ja, was das zu bedeuten hat, die Krähen... Keine Ahnung, also eigentlich ja schon, aber ich sag mal nichts. Aber was ich weiß, irgendwo hier müsste wieder ein Sternsplitter versteckt sein. Also, man kann ja sagen, quasi in jedem neuen Gebiet gibt es immer wieder Sternsplitter, die versteckt sind, ist ja logisch. Ich glaube, hinter einem der Büsche müsste sogar einer hervorspringen. Es ist nur nicht mehr welcher genau. Einfach mal jeden hier so durchschütteln. Ah, da ist er schon. Tada! Sternsplitter halten. So, ich glaube, noch mehr war hier dann nicht mehr. Hier gibt es einen Speicherblock. Hier gibt es sogar ein Hotel, also ein kleines Gasthaus. Ich glaube sogar hier. Ja, hier ist auch ein Sternsplitter. Einfach hier hinter diesem Haus. Hinter dem Haus des Bürgermeisters quasi, des Dorfverstehers. Ja, wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein. Oder ob man einfach gar nichts mehr fühlt. Ach, ich mag nicht mehr daran denken. Ja, dann denk besser lieber erst gar nicht dran. Das muss so furchtbar sein. Du verwandelst dich plötzlich in ein Schwein und deine ganze Familie nur mehr Schweine. Kannst nicht mehr mit denen reden. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich ein Albtraum. Okay, jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Oh, hier sind noch mehr. Die sind die drei kleinen Schweinchen, Leute. Die drei kleinen Schweinchen. Und, oh, denen geht's scheinbar noch gut, die sind alle noch normal. Seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas, was sollen wir nur tun? Mama, Hunger, essen! Ach, Reisender, wenn du etwas zu essen hast, würdest du es wohl mit uns teilen?
Ja, warum nicht? Könnt ihr mal hier so einen Bratpilz haben? Oh, vielen Dank. Die Kinder werden sich freuen. Zum Dank nimmt diese Kleinigkeit. Ein Sternenwiderhalten. Sternschnuppenhagel gegen alle Gegner Angriffskraft 6. Ach, das ist ja sehr nett. Ach, Reisender, woher kommst du eigentlich? Mama! Alter, die Mutter hat sich in ein Schwein verwandelt. Ich fass es nicht. Direkt vor unseren Augen. Wir konnten es nicht verhindern. Alle armen Kinder, jetzt ist ihre Mutter ein Schwein. Unsere Mutter ist zum Schwein geworden. So ein Schwein, schmeckt das eigentlich? Alter, komm bloß nicht auf die Idee, das Schwein zu essen. Alter, das ist deine Mutter, oder zumindest war die das mal. Bitte mach, dass unsere Mutter wieder normal wird. Ja, ich werd's versuchen, Kleiner, ich werd's versuchen. Alter, das ist so übel, ey. Direkt vor unseren Augen, die sich in ein Schwein verwandelt, ich raste aus. Das ist Wahnsinn. Das ist echt zu viel. So, ich glaube sogar bei irgendeinem Baum, wenn wir da dagegen hauen, kommt, glaube ich, auch irgendwo ein Sternsplitter dabei raus. Ja, schniff, schnief und da heult jemand rum. Ja klar, das ist der Item-Shop. So, welcher Baum hatte einen Sternsplitter für mich? Gibt mir irgendein Sternsplitter? Oder... Nee, ich glaube bei den Bäumen eh nicht wirklich. Nee. Ich glaube, hinter irgendeinem Fass war, glaube ich, noch einer versteckt. Auch ganz fies. Irgendwo... Da, sieht mal, direkt hinter bei den Fässern hier bei den Bäumen sieht man auch voll nicht. Richtig gemein. Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr trotzdem gehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Na gut, wenn das so ist, gehen wir zurück zum Dorfvorsteher. Ja, wenn es nicht anders geht, so wer lebt eigentlich noch hier drin? Aha, irgendwie, keine Ahnung, ist keiner zu Hause. Ja, vielleicht der Typ, der hier davor steht. Also ich denke, wenn ich schon ein Schwein, dann ein richtig fettes. So ein klappertüres Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Naja, ich meine, muss ja nicht jeder eine fette Sau werden, aber naja. So, und ihr seht schon auch hier, es wurde nicht gelogen, der Ladenbesitzer ist tatsächlich auch ein Schwein. Das heißt, wir können hier im Moment noch gar keine Items kaufen. Oh, ein Kunde. Schnief. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Nun, mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein. Schnief, gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könne von mir sein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird... Oh mein Gott, er konnte auch nett sein. Zum Geburtstag ist leckeres Neulich kam so ein Grum in der Land. Er hatte sich verhalten wie ein Stier, er war so männlich, dass er mich nicht mehr verliebt hat. Und dass er manchmal das Geld gemacht hat und den Unterdessen. Wie oft ich schon gesagt habe, dass er seinen Socken wechselt und trotzdem verstehst du und so. Oh mein Gott, Alter. Können wir das... Warte mal, das können wir jetzt mal alles ganz kurz in Ruhe durchlesen. Das würde mich mal interessieren. Hier, er konnte auch nett sein. Zum Geburtstag bekomme ich immer was Leckeres zu essen. Neulich kam sehr grob in den Laden. Da hat er mich verteidigt wie ein Stier. Er war so männlich, dass ich mich immer wieder neu in ihn verliebt habe. Nur, dass er manchmal Geld aus der Ladenkasse genommen hat und dass er seine Unterhosen immer da liegen lässt, wo er sie auszieht. Und wie oft ich ihm schon gesagt habe, er soll seine Socken wegräumen. Und weil er sie immer wie ewig trägt, stinken die dann fürchterlich. Und trotzdem habe ich nie herumgemeckert. Verstehst du? Wenn ich geahnt hätte, was aus ihm wird, wäre ich noch netter gewesen. Erst jetzt habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn liebe. Oh je, du hast mich verlassen, bist einfach ein Schwein. Hörst du mir eigentlich zu? Oh. Kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Ja. Ja, bitte hilf mir. Du kannst alles haben, was im Lager ist, wenn ich nur meinen Mann wiederbekomme. Ja, Problem, hier ist zu. Ja, was? Die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Schnief. Ja, da kommen wir nämlich im Moment auch nicht rein, Leute. Sehr problematisch. Na gut, dann gehen wir noch schnell zum Dorfvorsteher zurück, holen uns die Erlaubnis, dass wir zur Spukabtei dürfen und dann werde ich den Part mal beenden. Und das vierte Kapitel... Oh mein Gott, das hat schon wieder geläutet. Oh, die Glocke, Mario, ob es diesmal wohl wieder jemanden erwischt hat? Zum Glück, mich scheint es nicht getroffen zu haben. Na, das wäre ja noch schöner. Also, wenn Gubrina plötzlich zum Schwein würde, das wäre wirklich ein Albtraum. So, ach, hier lebt ja auch noch jemand. Ja, diese Dunkelheit hier macht mir einen irgendwie depressiv. Da ist es eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Das ist, glaube ich, wirklich egal.
Oh nein. Nein, Leute, das ist jetzt nicht wahr, oder? Der Dorfvorsteher ist jetzt ein Schwein geworden. Das kann doch nicht sein, oder? Oh, ist dieses Schwein etwa der Dorfvorsteher? Was machen wir jetzt nur? Wir brauchen doch seine Erlaubnis, um das Tor zu passieren. Oh nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Grunz, Grunz. Also so ein Pech muss man auch erstmal haben. Ausgerechnet jetzt hat es den Dorfvorsteher selber erwischt, vorher dann noch davon erzählt. Man weiß nie, wann es einen selbst erwischt. Tja, Leute, wie auch immer wir zu dieser Spukabteil kommen sollen, werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich werde es hier einfach nur einen schönen speichern und im nächsten Part geht es dann erst so richtig los mit Kapitel Nummer 4. Das verspricht auch sehr spannend, vor allem sehr gruselig und düster zu werden hier in Düsterdorf und darüber hinaus. Also macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!